So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Wir sollen eigentlich nach da rechts gehen, wir gehen da aber nicht hin, wir fahren nach links. Weil mir wurde gesagt, in der Pokémon-Pension kann man nicht nur mit der Oma über Geschlechtsverkehr reden, sondern man kriegt da auch noch ein Pokémon. Und Zero hat gesagt, das ist meins. Das ist das, wo ich dir gesagt habe, das musst du... So redet er überhaupt nicht, aber ist ja auch egal. Das musst du für mich benennen. Okay. Ist in Ordnung. Außerdem habe ich dann hier nochmal die Chance, ganz, ganz viele Federn zu sammeln. Ist ja quasi AP Plus und so Krams. Bloß, dass man das umsonst kriegt. So. Es ist ein Toxel. Ja, ein Toxel. Ich habe ein Ei gefunden und bin damit rumgelaufen. Jetzt ist daraus ein Toxel geschlüpft. Hier, ich möchte, dass du es trainierst. Es ist ein schockierend putziges Pokémon. Toxel erhalten. Okay, das sollen wir Zero nennen. Ach Gott, das ist wirklich niedlich. Für Toxel wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ein Baby-Pokémon, 0,4 Meter groß, 11 Kilogramm schwer. Das Gift aus dem Giftsack in seinem Körper sondert es über die Haut ab. Berührt man es, bekommt man einen lebenden Schock verpasst. Ja, das ist wirklich Zero. Nee, doch, das gefällt mir. Ich überlege, ob ich es vielleicht statt Ghetto in mein Team packe. Ich weiß nicht. Also, Ghetto und Kai, ihr seid derzeit auf der Abschussliste und Tindra auch. Aber Ghetto am ehesten. Aber ich möchte Ghetto eigentlich gern noch entwickeln. Zero, du kommst später ins Team. Toxel. Hier, die kannst du auch noch haben. Gib sie deinen Pokémon, damit kannst du sein Training beschleunigen. 5 EP-Bonbons XS. Ja, die Bonbons, die müssen wir eh noch... So. Nee, ich will... Okay, wir reden nicht mit Oma darüber. Ganz ehrlich, wer möchte mit einer Oma über Sex reden? Ganz ehrlich. Möchtet ihr das? Also ich für meinen Teil nicht. Und ich nehme hier jede einzelne Feder mit. Na? Jetzt doch eben, genau. Außerdem brauchten wir eigentlich noch einen Pico Chiller hier drüben. Zum Tauschen. Los, streichen Mais. Wenn du es nicht umbringst, dann tauschen wir es ein. Das klingt so gemein, aber es ist wahr. Es ist leider wahr, wir tauschen es einfach ein. Wir sind einfach gemein. Ich glaube, wir sind der Böse der Geschichte. Mein Handy vibriert sich da hinten einen Wolf. Was in dem Zusammenhang ganz lustig ist. Oh, ich habe einen Premierball geworfen, das wollte ich nicht. Naja, dann kriegt es zumindest der neue Besitzer gleich in einem wunderschönen Pokéball überreicht. Nee, Pico Chiller kriegt keinen Spitznamen, weil das wird ja direkt eingetauscht, also... Bitte, ja, wir sind hier ja nicht sonst wo. Wir machen hier... einen guten, alten Kuhhandel. So, du da. Ja, habe ich ganz zufällig eins gefangen. Ist das besser? Nee, Maki ist besser. Willst du Pico Chiller echt mit mir tauschen? Ja.
Wilhelmina kriegt Picochilla. Pass gut darauf auf. Wow. Früher hat man die wenigstens noch über so eine Linie rübergeschickt. Jetzt schmeißt man die einfach hier weg. Hat ihr Zuckerwatte geschickt. Och, ist das niedlich. Stimmt, bei getauschten Pokémon darf man den Spitznamen nicht festlegen. Für Wurmball wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es ist ein Wattebausch-Pokémon vom Typ Pflanzerfee. Sie schützen sich, indem sie Watte verstreuen. Manchmal werden sie vom Wind bis ans andere Ende der Welt getragen. Warum gab es dann in Kanto keine davon? Danke, echt dufte von dir. Ich werde mich gut um es kümmern. Aber gut, wir... Die Musik ist mir zu actionreich. Wir gehen jetzt erstmal ins Pokémon Center, machen uns fit. Verehren Sie uns bald wieder. Ja, mache ich. Ich frage mich immer noch, was das da ist. Und er will es mir immer noch nicht verraten. Habt ihr eigentlich inzwischen noch andere Bälle? Das Warensortiment hat sich erweitert. Hoffe, es ist was für dich dabei. Oh. Superbälle gibt's jetzt. Ja. Nehmen wir mal 25 Stück mit. Minimum. Stimmt, ich hätte 30 nehmen sollen. Leber, Pokémon. Aber also andere Bälle haben sie noch nicht. So, jetzt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Wir stoßen hier gleich beide Türen auf. Wir gehen nicht wie so ein normaler Mensch rein. Ach, hier ist wieder... Willkommen im Restaurant Wellenflug. Okay, das macht nicht viel. Präsident Rose kommt ab und zu inkognito hierher, aber trotzdem wissen alle Bescheid. Ah, Wolf, komm, lass uns deinen Sieg gebührend feiern. Ach was, dich hat er also auch eingeladen? Oh, ihr kennt euch? Na wunderbar. Aber setzen wir uns doch erstmal. Gilton ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Daher lege ich euch ans Herz, eine der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber mal ganz unter uns. In diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz vorzüglich. Wie geht es übrigens, Professor Magnolica? Ich hoffe doch bestens. Ich habe ihrer Forschung viel zu verdanken. Wisst ihr, wie ihr wisst, stammt die Technologie hinter den Dynamax-Bändern, mit deren Hilfe man Pokémon riesengroß machen kann, von meiner Firma. Aber ohne Professor Magnolikas Forschung über die Wunschsterne wäre das nie möglich gewesen. Ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch Kopfzerbrechen bereitet. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer nur an ihre Forschung. Als ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, hat sie mir sogar einen Energiequellendetektor in die Hand gedrückt. So versessen ist sie. Einen Energiequellendetektor? Das sind diese Geräte, mit denen es erstmals möglich wurde, Energiequellen aufzuspüren. Mit anderen Worten, also Orte, an denen dank ihres erhöhten Aufkommen von Galapartikeln Pokémon dynamaxiert werden können. Die andere, die steht da hinten, als wäre sie gerade hypnotisiert worden. Aber dass Professor Magnolica so frustriert ist, höre ich gar nicht gerne. Ich würde alles tun, um ihr zu helfen. Sanja, du solltest dir unbedingt einmal die Schatzkammer von Claw City ansehen. Ich bin überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis des Dynamax-Phänomens in der Geschichte dieser Religion begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Sanja Einlass gewährt wird. Und verzeihen Sie mein Drängen, Rose, aber Ihr nächster Termin wartet. Schon, aber ich hatte doch gar keine Chance, mit Wolf zu sprechen. Und Essen hatte ich auch noch nicht. Warum gehen wir in ein Restaurant, wenn ich nichts essen darf? Nun gut, so bedauerlich es auch ist, es lässt sich nicht ändern. Es war mir ein Vergnügen. Und Hunger habe ich immer noch. Ich weiß ja, dass er es gut mit mir meint, aber diese Schatzkammer klingt nach viel Arbeit. Naja, wenigstens sollte ich dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine Forschung über die Legende finden. Ich habe gehört, dass du dir den Wasserorden erkämpft hast. Glückwunsch! Kate zu besiegen ist kein Kinderspiel. Hier, nimm diese zur Belohnung diese TM. Die schmeißen uns ja auch die technischen Maschinen an den Kopf. Heimzahlung. Anwender nimmt Rache für einen besiegten Mitstreiter. Wurde in der vorigen Runde ein Mitstreiter besiegt, steigt die Stärke.
Kate und ich sind gut befreundet. Vielleicht sollte ich mal bei ihr vorbeischauen. Bis die Tage, Arena Challenger. Ich nehme alles, was auf ihrer Karte ist. Und Rose zahlt. Ist natürlich nur Spaß. Ich mag keinen Tintenfisch. Also alles außer Tintenfisch. Du hast dir jetzt den Pflanzenorden und den Wasser. Du hast jetzt den Pflanzenorden und den Wasserorden, stimmt's? Stimmt, und Muscheln mag ich auch nicht. Als nächstes müssen wir Cabo besiegen, der Arenaleiter von Engine City. Aber ich habe brandheiße Insider-Infos über den Arenaleiter Cabo für dich. Wenn du mir jetzt erzählst, dass er Feuer-Pokémon einsetzt, dann hau ich dich mit dem Schild, was da hinten steht. Er legt nämlich gerade in der Galamine 2 ein Sondertraining ein. Glück gehabt. Wenn Cabo nicht in seinem Stadion ist, zieht uns fürs Erste nichts nach Engine City. Warum schauen wir nicht in der Galamine 2 vorbei? Sondertraining ist genau mein Ding. Hat er nochmal Glück gehabt? Ich war drauf und dran, ihn zu hauen. Ah, Team Yell ist weg. Jetzt können wir hier in die Mine rein. Und mir ist aufgefallen, in der ersten Mine... Ey, ich brauch dich! Brauche ich alle. In der ersten Mine waren überhaupt keine Zubat. Ich bin glatt entsetzt. Eine Höhle ohne Zubat. Also ich meine, es sagt jeder, oh, die Zubats. Ein Pokerap in der Höhle. Zubat. Aber irgendwie vermisse ich sie auch. Also sie müssen ja nicht in der Anzahl kommen, aber also irgendwie ganz ohne Zubat geht auch nicht. Schalelos wurde besiegt. Naja, wurde gefangen. Das Seeschnecken-Pokémon Schalelos, 0,3 Meter groß, 6,3 Kilogramm schwer. Östliches Meer. Welche Form es annimmt, hängt angeblich von seinem Futter ab. Ob es tatsächlich der Fall ist, wurde aber noch nicht endgültig geklärt. Jaden, du hast dir noch einen Namen verdient. Es tut mir jetzt leid, dass du... Dafür aber vielleicht kommst du nochmal vor. Wenn uns die Leute... Achso, das ist ja weiblich. Jaden, bist du männlich oder weiblich? Ich glaube, du bist männlich. Ich kann jetzt hier ja mal gerade live vor Ort gucken. Wer mir so kommentiert hat. Jaden, du kriegst dann ein anderes. Du kriegst dann ein männliches Exemplar. Ich glaube, du bist männlich. Wenn nicht, dann hau mir bitte auf dir Löffel. Firecrow, dich haben wir noch gar nicht. Bei dir kann ich das Geschlecht leider nicht bestimmen, weil das kann alles sein. Jet Firecrow. Das klingt aber auch gut, ne? Also ganz ehrlich, Jet Firecrow. Habt ihr mal überlegt zu fusionieren? Ne, Moment, ich heiße ja nicht Claw, du heißt ja Crow. Crow. Wolf, lern lesen. Computer steht ein Stück weg von mir, okay? Ist außerdem so schön ironisch, Firecrow. Ein Pokémon zu nennen. Bunny Pixel. Haben wir schon mal Bunny? Nein, nicht. Ihr kommt sofort zurück. Du schon wieder. Kämpfe gegen minderwertige Gegner sind eine unerträgliche Zumutung für meine Pokémon. Ich selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf dein Niveau herabzulassen, aber Schwächlinge wie dich in die Schranken zu weisen, ist irgendwo ein Akt der Gnade. Wenn du dir tatsächlich einbildest, mich besiegen zu können, hast du meine Erlaubnis, mich zum Kampf herauszufordern. Also, was sagst du, Schwächling? Ich hau dir die Rübe ein. Ich wurde von Liga-Präsident Rose persönlich auserwählt. Dass ich verliere, ist völlig undenkbar. Der hat nicht mal eine Ahnung, wie du heißt, aber von mir schon. Und wenn du von Donald Trump ausgewählt wurdest, ich hau dir die Rübe kaputt. Eigentlich müsste sich hier Dings drum kümmern. Tindra. Streichmeiß, komm zurück. Tindra übernimmt.
keine Wirkung auf den drei. Ja. Genau. Standpauke. Ein paar Fortschritte hast du wohl gemacht. Aber wirklich nur ein paar. Stimmt. Da muss ich ihm recht geben. Er leider nicht. Ponita. Ja, Alex. Erledige es. Und jetzt kommt es. Das Pokémon, das beim 24-Stunden-Livestream angekündigt wurde. Das habe ich mitgekriegt. Das My Little Ponita. Gehört zu den wenigen Sachen, die ich tatsächlich mitgekriegt habe. Moment, das ist ja jetzt gar nicht mehr Feuer, ne? Ups. Das ist ja... Psycho-Pokémon. Ja, stimmt. Das My Little Ponita ist nicht Feuer. Shit. Da hat er mich. Hier. Hat er mich kalt erwischt. Mollymorber, ja stimmt, der setzt ja nur Psycho ein. Also Tindra ist hier eigentlich die Universalwaffe gegen ihn. Das göttliche Schwert, das auf Betis herabsaust. Standpauke. Weg damit. Tschüss, Mollymorber. Rimowa. Ja, ich bleib einfach mal dabei. Ausgezeichnet, wie du meine Pokémon da in die Enge getrieben hast. Ach, jetzt fängst du mit... Das haben wir schon mal gesehen, ne? Das kommt mir bekannt vor. Aber es sieht aus wie der eine Gegner von Kirby, der die Bomben wirft. Ja, jetzt fängt er mit den Komplimenten an. Ich reiß dir die rüber ab. Du hast dir ein bisschen Mühe gegeben, also dachte ich mir, ich lasse dich gewinnen. Ja? Wirklich? Schwächling. Na schön, ich korrigiere, ein Schwächling bist du nicht. Dafür aber ein Schwachkopf. Zu glauben... Oh Gott. Bitte, es musste niesen. Zu glauben, dass du die Arena-Challenge bestehen könntest, ist reiner Schwachsinn. Hier hast du schon mal einen kleinen Trostpreis. Danke. So, jetzt habe ich aber wirklich Wichtigeres zu tun. Mal sehen, wo könnte ich als nächstes auf die Jagd nach Wunschsternen gehen? Feigling. Oh, wartet mal. Ich weiß, dass ich die Angel zu früh hängen würde. Nein, ich will den da. Die rennen sonst wieder weg. Reißlaus. Kein Pokémon, das ich einsetzen will, aber ein Pokémon, das ich zumindest fangen möchte. So, ich habe aber Angst, Flugattacken einzusetzen, also greifen wir... Oh Gott, Sandkörper. Greifen wir mit Furienschlag an, wollte ich sagen. Ja, Reißlaus verfehlt, super. Immerhin, die Käferattacken bringen nicht wirklich was. Wir haben also Zeit. Wenn wir treffen. Was sagt eigentlich unsere Uhr? Ich muss ja immer die Uhr ein bisschen im Auge behalten. Ich habe heute nämlich noch ein bisschen was zu tun. Also, wirklich, ich sag das nicht nur so. Ich gebe heute nämlich noch Nachhilfe und muss noch für die Uni was machen. Es war so schön, ich hatte jetzt zwei Wochen Pause, konnte mich ein bisschen ausruhen. Aber man braucht halt das Geld, gerade für Weihnachts. Ich habe über 100 Euro an Weihnachtsgeschenken gekauft. Als Student. Ich bin bescheuert, oder? Aber ich wollte halt für jeden was holen und ja. Ich habe jetzt für jeden was. Tatsächlich. Für meine Nichte brauche ich noch was zum Geburtstag. Aber ansonsten. Weihnachtsgeschenke sind alle fertig. Und Geburtstagsgeschenk für meinen Bruder. Ja, die Geburtstage, die an Weihnachten sind. Alle.
alle sind an Weihnachten. Meine Nichte, mein Bruder, ein Freund von mir. Und ja, ich habe ja zwei Nichten. Also zwei Nichten, Bruder, Schwester, Vater, Mutter, Stiefvater. Es kam einiges zusammen. Würdest du das Reißlaus bitte so weit schwächen, dass wir gewinnen können? Bitte. Danke. Was? Was gerade? Ich fange jetzt das Hero-Kex. Komm. Jaden, dann wirst du halt ein Hero-Kex. Egal jetzt, ob männlich oder weiblich. Ich hake die Namen ab. Ich hoffe, Pflücker bringt es nicht gleich um. Es ist tot, oder? Uff, das ist... Ach, das war Kampf! Verdammt, ich hab's irgendwie als Boden eingestuft. Nein. 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 Du bist zu stark. Weg mit dir. Andi, du bringst die Leute nicht sofort um. Dann geh nochmal raus. Gut, Leute. Ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Pokémon Schwert. Bis dann, euer Wolf.